Hallo, guten Morgen. Ja, es ist wieder Zeit für ein Video, weil ich möchte euch ja auch hier in der Gruppe und auf meinem YouTube-Kanal weiter updaten, weiter ermutigen, weiter unterstützen, um zu sagen, wie kommst du wirklich zu den Dingen, die du dir wirklich wünschst. Dieses Wie ist einfach so, so wichtig, immer wieder von verschiedenen Seiten zu beleuchten, damit du dir traust, dran zu bleiben. Ja, es ist einfach nur so möglich durch dich. Durch dich entsteht alles. Durch dich ist schon immer alles entstanden. Ohne dich gibt es nichts in deiner Welt. Gar nichts. Und das hast du schon ganz oft gehört von ganz, ganz vielen Büchern, spirituellen Lehrern und so weiter und so fort. Alles ist in dir, du bist alles und so weiter und so fort. Aber was bedeutet das konkret für dich? Was bedeutet das für dein Sein? Was bedeutet das für deine konkreten Handlungen? Was bedeutet das konkret vor allem für dein Denken und für deine Vorstellungskraft? Und ich habe alles durchgekämpft und der Einzige, der es wirklich hundertprozentig auf den Punkt bringt, ist für mich Neville Goddard. Everyone, everything is you pushed out. Alles, was es für dich gibt in deiner Welt, jede Person, die es für dich gibt in deiner Welt, entsteht zuerst in dir und zwar wo? In deiner Vorstellungskraft. Und was ist deine Vorstellungskraft? Deine Vorstellungskraft sind deine Gedanken, sind deine Annahmen, sind deine Rückschlüsse, sind deine Interpretationen, sind deine Überzeugungen. Es ist nicht das, was du dir bildlich vorstellen kannst, sondern es ist das, was du dir vorstellen kannst, was gut und richtig ist im Leben und für dich. Deine Annahmen und deine Interpretationen, deine Rückschlüsse, alles das ist das Entscheidende. Alles das ist das Entscheidende, weil das kreiert deine Welt. Und vielleicht hat es noch niemand so klar und deutlich ausgesprochen wie ich. Aber darum geht es. Das alles ist in dir. Das alles macht dich und gleichzeitig die Welt, die du aus dir heraus kreierst, aus dir heraus pusht, das macht das aus. Und deswegen ist es so wichtig, zuerst zu analysieren, was entsteht denn durch mich? Ja? Was für ein Drama entsteht durch dich? Ah, nein. Also am Drama sind immer die anderen beteiligt. Also die Dramen, die ich in meinem Leben gehabt habe und erlebt habe, das war, weil diese andere Person so rücksichtslos und so einfühlungslos mir gegenüber war. Deswegen ist dieses Drama entstanden. Juppa! Kannst du so glauben. Aber so kannst du nichts verändern, wenn du das glaubst. Es ist nicht so. Jedes Drama, jeder Streit, genauso wie jedes Glück, jede schöne Situation, jede Harmonie, jede Zweisamkeit, jede Situation, in der du dich wirklich, wirklich unterstützt fühlst, auch das ist aus dir heraus entstanden. Durch deine Einschätzung, durch deine Erwartung, durch deine Interpretation und Sichtweise in Bezug auf die andere Person oder in Bezug auf die anderen Personen, hat sich hinterher diese Realität, diese für dich reelle Situation ergeben.
Und wenn du das anerkennst, wenn du wirklich kompromisslos verstehst, wie Kreation, wie Manifestation, wie Realität erschaffen wird, dann weißt du, was deine Rolle ist. Dann weißt du, wer du wirklich bist. Und dann weißt du, was deine Werkzeuge sind, eine Realität zu erschaffen, die dem entspricht, was du dir wünschst. Aber du kannst aus diesem Weltbild, aus deinem Selbstbild heraus, das du beigebracht bekommen hast, das dich entmächtigt hat, nicht in diese Schöpfermanifestation und Kreationsposition hereingehen. Und das bedeutet für dich einen kompletten Shift deiner Ansichten, deiner Interpretationen, deiner Selbstinterpretation, wer du wirklich bist. Aber nicht nur das, dieses spirituelle Bild, wo man schnell annehmen kann und sagen kann, ja, ich bin alles und ich merke es und in der Meditation und alle spirituellen Lehrer sagen es, aber mir fehlt da noch so viel. Ich bin noch nicht da. Aber verflixt, du bist doch da, du bist doch die ganze Zeit da. Du kreierst, deine Welt entsteht aus dir heraus, deine Situationen, deine Family, deine anderen Beziehungen zu Menschen. Du machst es ja die ganze Zeit. Wieso solltest du dir einreden, dass du noch nicht da bist? Weil du ja immer da bist, du bist ja so geboren. Du bist ja als Schöpfer, als göttlicher Schöpfer, als göttliches Wesen geboren. Und du machst es ja, du kannst nicht die Gesetze auf Stopp drücken und nachher sagen, ah, ich bin noch nicht so weit. Bitte stopp mal mit Kreieren, stopp mal aus mir heraus zu entstehen, warte mal, bis ich da bin. Es passiert, das ist unsere Schöpfung. Es ist immer aktiv. Schöpfung, Manifestation, Kreation ist immer aktiv, jeden Moment. Oder kannst du mal kurz die Natur stoppen und sagen, ich bin noch nicht so weit, Natur, bitte warte mal kurz, bleib mal schnell stehen. Nein. Deswegen, je schneller du in diese Position, in deine Wahrheit, in deine wahre Schöpferposition einsteigst und bewusst anfängst, erschaffen und zu kreieren, bewusst zu wissen, was in dir aktiv ist, welche Überzeugungen, welche Denkmuster, und vergiss Glaubenssätze, da kommst du nie an. Es ist ein Riesen-Package, das dich ausmacht und beschreibt, das einen Zustand in dir kreiert, einen schwingungsmäßigen, energetischen Zustand, den du immer hast. Du hast immer einen energetischen Zustand, aus dem heraus du kreierst. Und dieser energetische Zustand ergibt sich als Ergebnis aus deinen Überzeugungen, aus deinen Ansichten, aus deinen Glaubenssätzen auch, aus deinen Interpretationen, aus deinen Rückschlüssen, aus deinen Geschichten, aus deinen Regeln für dich. All das ist immer aktiv. Immer, immer, immer aktiv. Die einen Sachen mal mehr, die anderen Sachen mal weniger. Je nachdem, wo du dich reflektierst, in welcher Situation du dich reflektierst. Je nachdem kommst du selber wieder in einen Zustand. Und dass dein Zustand unabhängig von irgendeiner äußeren Situation ist, das gilt es für dich zu erreichen. Dass dein Zustand aus dir heraus, ohne dass du irgendeinen realistischen Rückschluss über deinen Zustand zu ziehen hast. Ah ja, mein Mann hat gerade mit mir gestritten. Ich bin nicht gut genug.
Das merkst du gar nicht, dass der aktiviert hat bei dir die Überzeugung, den Zustand, dass du nicht gut genug bist. Oder, ja, ich bin wütend, weil der Autofahrer vor mir hat rücksichtslos, ohne zu blinken, ist er abgebogen. Und schon hast du einen Zustand. Aber dieser Zustand ergibt sich für dich daraus, dass du meinst, dass Menschen rücksichtslos sind, dass du meinst, du bist ausgeliefert, dass du meinst, die Welt ist schlecht, dass du meinst, bla bla bla, was du alles meinst. Ja? Das, was du alles meinst, das musst du erstmal analysieren. Da musst du erstmal hingucken. Da musst du erstmal drauf kommen, was denn alles deine Überzeugungen über dich, über die anderen, über die Welt, über die Funktionsweise der Welt sind. Das ist essentiell. Und da sind die wenigsten Menschen bereit, das mal zu untersuchen und zu sagen, okay, ich weiß, ich kreiere alles, alles entsteht aus mir heraus. Doch welche Filter, Überzeugungen, Geschichten, Vergangenheit, Sachen, die ich ablehne, Sachen, die du ablehnst, die kreierst du die ganze Zeit wieder neu in irgendwelchen anderen Facetten. Es ist so vielschichtig und es fängt alles bei dir selber, bei der Selbstexploration an. Und wenn du das erkannt hast, geht es darum, die Wahrheit für dich herauszufinden und genauso tief zu implementieren, genauso wie du aus diesen alten Überzeugungen, wie ich bin nicht gut genug, ich mache immer Fehler, alle kritisieren mich, ich muss aufpassen, dass ich nichts falsch mache, dass du genauso in Zukunft aus diesen Überzeugungen, aus der Überzeugung heraus arbeitest. Nein, ich bin immer gut genug, ich war schon immer gut genug. Diese Fehler, die ich scheinbar habe, das sind scheinbare Fehler, die betreffen mein wahres Sein nicht. Ich darf diese Fehler vergessen, einfach schuldlos hinter mir lassen, weil es gar nicht wirkliche Fehler waren, sondern Fehler und Geschichten und Ansichten aus einer Realität, die ich nicht mehr in die Zukunft tragen möchte. Und wenn du dir die Erlaubnis zu diesem ganzen Prozess gegeben hast, wirst du mehr und mehr diese Sicherheit in dein wahres Sein gewinnen und mehr deine Denkmuster, deine Strukturen, deine Ansichten verändern, sodass automatisch aus dir heraus eine Realität entsteht, die deinen Wünschen entspricht. Und das ist genau das, was es heißt. Alles fängt in dir an, alles kommt aus dir heraus. Aber wahrscheinlich hat dir noch niemand so klar und deutlich gesagt, um was es hier wirklich geht. Um was du verändern darfst in dir, an deinen Ansichten, Geschichten und so weiter und so fort, Gedanken. Weil erst dann wird sich dein Zustand ändern und auch dein gefühlsmäßiger Zustand. Und wenn dieser gefühlsmäßige Zustand, das ist ja das, was auch Dr. Joe Dispenza immer sagt, wenn du auf einen energetischen Täterzustand kommst, dann wird sich deine Energie verändern. Und auch das ist, was Dr. Joe Dispenza immer sagt, wenn du in dieser Meditation bist, in einer seiner Meditationen und deine ganzen Geschichten vergisst, nicht mehr dran denkst, alles deaktivierst, in einen Zustand des Nichts und Niemanden kommst, wo du plötzlich dieses reine, wahre Wesen bist, dann öffnen sich die Türen, so sagt es auch Dr. Joe Dispenza, für deine Wünsche, für deine Träume, für alles Tolle. Nur, wenn du aus dieser Meditation rauskommst und dann wieder dein Daily Business in deiner gewohnten Art und Weise durchführst, dann ist wieder alles beim Alten. Das ist das, was die anderen sagen, ja, ich mache so, ich meditiere schon ewig, aber Gummiband, jetzt kommen wir immer wieder alles zurück, die gleiche alte Scheiße. Weil, und jetzt komme ich hier zu dem Kern dieses Videos, weil du die andere Arbeit, die dazugehörende Arbeit, dich permanent neu zu erfinden, neu zu affirmieren, neu aus deinem neuen Zustand herauszuleben,
weil du noch nicht neue Geschichten geschrieben hast, weil du noch nicht neue Überzeugungen für dich implementiert hast, weil du immer noch so glaubst wie deine ganze Familie, dein Umfeld und so weiter und so fort, weil du diese Analyse und diese Korrektur dieser Fehler, die in dich reinprogrammiert worden sind, nicht gemacht hast. Und ohne diese Arbeit, dich immer wieder Tag und Nacht jeden Moment daran zu erinnern. Ja? Und wie erinnere ich mich daran? Ich habe ein Skript in meinem Kopf, ein neues Skript, wer ich wirklich bin, was ich denke, was ich glaube über mich, über die anderen. Ich habe ein neues Skript und ich sage mir dieses neue Skript die ganze Zeit. Und wenn ich merke, mein altes Skript wird wieder aktiviert, dann habe ich ein neues Skript, das ich aktiviere. Hast du ein neues Skript für dich? Hast du ein neues Skript für das, was du wirklich bist? Hast du ein neues Skript, was du glaubst? Hast du ein neues Skript, was du denkst? Hast du ein neues Skript dafür, was du über andere denkst, über die Welt, über die ganze Schöpfung? Hast du ein Skript? Sagt keiner. Niemand macht sich die Mühe, ein neues Skript für sich, für sein Leben, für das, was er aus sich herauspushen will, so konkret zu erschaffen, dass sich Gedanken verändern, in Folge von den Gedanken verändern sich Gefühle, dass sich Ansichten verändern über andere Menschen. Über andere Menschen die Ansichten zu verändern, ist essentiell, weil während du die Ansicht über andere Menschen veränderst, musst du die Ansicht über dich verändern. Weil sonst geht es nicht. Du kannst nicht eine andere Ansicht als die, die für dich wahr und richtig ist, auf andere übertragen. Wenn deine Ansicht ist, dass ein Mensch nicht einfühlsam ist dir gegenüber, dann wird es so sein. Warum hast du diese Ansicht? Weil der mir oft schon nicht zugehört hat, als ich mit ihm reden wollte. Aber ist dir schon mal auf die Idee gekommen, dass dieser andere Mensch dir nicht zugehört hat, weil du die Ansicht vertreten hast, man hört dir nicht zu, du bist nicht gut genug, du bist nicht wichtig genug, deine Worte sind nicht wichtig genug? Weil du das immer wieder bestätigst deine Meinung wird bestätigt, du bestätigst deine Meinung wird bestätigt. Solange du nicht auf den Trichter kommst, solange du nicht dahinter kommst, was die kreierenden Faktoren in dir sind und diese nicht so lange veränderst, bis sie in deinem Unterbewusstsein, in deinem Automatismus drin sind, wie beim Autofahren, wirst du unbewusst Dinge kreieren, die du nicht möchtest. Und zum Schluss von diesem Video möchte ich dir nochmal sagen, dass es einfach die Arbeit ist. Es ist das, was zu tun ist. Und da kommt keiner drum rum. Wenn du etwas wirklich verändern willst, dann musst du diese Entscheidung treffen und davon nicht mehr abgehen. Und ich sehe es, wir haben letzten Mittwoch angefangen. Jetzt am Mittwoch ist eine Woche Divine Creation Circle aktiv. Und es ist schon so viel passiert. Warum? Weil es Frauen sind, die komplett committed sind. Die sagen, ich will das jetzt rocken. Ich rock jetzt das Baby. Ich gebe alles. Ich gebe alles, ich mache die Übungen, ich mache die Hausaufgaben, ich setze mich dran, ich lasse mich von den anderen inspirieren, ich lasse mich tragen, ich lasse mich in meine Veränderung, ich lasse mich darauf ein, auf das Unbekannte. Ich bin da, ich bin dabei, ich weiß, dass es für mich und für alle ist und ich gehe es mir jetzt holen, ich gehe es mir holen und ich bin committed, ich bin überzeugt, ich sehe es in diesem Kreis dieser wunderbaren Frauen. Und ich merke, wie ich mich täglich besser fühle, mehr in meiner Wahrheit, mehr verbunden mit meiner Wahrheit, mehr verbunden mit dieser wahren, wunderbaren Energie, die ich bin, die ich spüre, die aus mir herausgeht, wenn ich plötzlich aus
dieser Person herausdenke und nicht mehr aus dem Opfer. Wenn ich plötzlich aus der ermächtigten Person, die wirklich hier die Finger im Spiel hat und ihr Leben kreiert, wenn ich da reingehe, dann verändere ich mich. Und es ist noch nicht mal 7 Tage. Du siehst, wie Frauen anders ausstrahlen, sich anziehen, sich präsentieren, über sich selber denken. In so kurzer Zeit. Und ich mache dieses Video, um dir zu sagen, dass es für jeden möglich ist und dass es einfach nur dann möglich ist, wenn du dich A entscheidest und B konsequent dran bleibst und nicht mehr aufhörst, diesen neuen Weg zu gehen. Und das ist einfach so einfach. In einem Mastermind mit anderen Gleichgesinnten, wo du eintrittst und meinst, es sind alles deine besten Freundinnen, weil es so ist, weil die Wahrheit so ist. Wenn du davon ausgehst, es sind alles deine besten Freundinnen, sind alles deine besten Freundinnen. Sie wollen das Beste für dich, weil sie genau wissen, wenn sie das Beste für dich wollen, wollen sie das Beste für sich. Und so funktioniert das Leben. Und ich möchte allen, ich möchte dir, der du das Video jetzt vielleicht vor dem nächsten Mittwoch, der nächste Mittwoch, heute ist Dienstag, also bis morgen haben wir um 20 Uhr wieder unseren nächsten Call. Kannst du dich noch dazu anmelden? Du darfst, ich habe eine Woche jetzt noch offen gelassen, du darfst dich da mittragen lassen, du darfst dich anmelden, du darfst in diese Gruppe noch mit reinkommen, du darfst dich für diesen Preis noch committen. Und dann wird es nicht mehr zu diesem Preis sein. Und ich werde wieder Runden machen. Es wird wieder Masterminds geben. Es wird für dich die Möglichkeit geben, mit mir zu arbeiten. Aber nicht mit diesen Frauen. Nicht in diesem Kreis. In diesem ersten Kreis. Und vor allem mit diesen Frauen, die schon Erfahrung haben, weil die aus meinen anderen Masterminds, aus meinen anderen kleineren Coaching-Gruppen gewachsen und gewachsen sind. Und die sind jetzt hier im Divine Creation Mastermind und im Master of Divine Creation dabei. Und das ist die Chance. Das ist die Chance für dich. Und wenn du nur irgendwo drüber nachdenkst, zu sagen, ja, jetzt ist die Zeit für mich, dann nimm Kontakt auf. Dann stell mir wenigstens deine Fragen. Dann committe dich wenigstens. Und ich kriege die ganze Zeit, ja, aber das Geld. Die wenigsten Frauen in dieser Gruppe hatten das Geld, als sie angefangen haben. Aber sie haben so sicher gewusst, dass wenn sie sich dieses Geld kreieren für sich, dass sie in Zukunft sich so viel mehr noch kreieren in ihrem Leben an schönen Dingen. Es geht ja nicht nur um Geld. Geld wollen wir ja nur, weil wir denken, wir sind dann frei und können machen, was wir wollen. Das ist auch gut so. Geld ist aber ein Nebenprodukt, das auch aus dir heraus entsteht, wenn du plötzlich diejenige bist, die Geld hat, die Geld kreiert, der Geld zufließt aus allen möglichen Quellen, die sich sicher und getragen fühlt. Aber solange du nach wie vor die bist, die sich nichts erlauben kann, die sich nichts leisten kann, die sich als allerletzte Priorität in ihrem Leben sieht, dann wirst du dort bleiben. Das ist nun mal so. Und es gibt so viele gratis Ressourcen. Du kannst wirklich alles von mir haben auf YouTube hier in dieser Gruppe. Aber es wird dir so schwer fallen, die Dinge in der Art und Weise umzusetzen, dass du schnelle Ergebnisse siehst. Du wirst immer wieder abbrechen, du wirst immer wieder einen Taucher haben. Und wenn du nicht diese Disziplin hast, dich selber wieder Münchhausen aus dem am Schlawittchen wieder rauszuziehen, und zwar schnell, dann verlängerst du diesen Prozess. Und das wirst du mit uns hier in 2 Monaten für dich verändern und erschaffen könntest, diese Zeiteinsparnis. Diese Klarheit, die du so schnell gewinnst, diesen Quantenshift, diese Quantenveränderung, die möglich ist, die wirst du vielleicht dann nicht erleben, weil es braucht dich in einer absoluten Konsequenz.
wenn du nur in einer halb absoluten Konsequenz unterwegs bist. Das Einzige, was passiert ist, es dauert länger. Und ich weiß es, ich habe es gesehen. Ich war auch nie so diese Strenge, wie ich es jetzt bin in diesem Mastermind, mit diesen zwei Terminen, mit den Hausaufgaben, mit dem Austausch, mit den Videos, die die Frauen machen, mit dem Support. Aber es zeigt mir, dass ich recht habe. Es zeigt mir in weniger einer Woche, was möglich ist, wenn die Energie ins Rollen gebracht wird auf diese Art und Weise. Das macht bam, 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 weil es ist ja nur Energie. Aber wie kriegst du die Energie dorthin, wo du sie haben willst? Das zeige ich dir. Und das siehst du bei den anderen und du guckst ab und du machst mit und kaum sind 2 Monate vorbei, weil bist du nicht mehr diejenige, an die du dich überhaupt erinnern kannst. Geil? Also, das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat dich inspiriert. Komm immer wieder zurück zu all den Videos, die ich mache. Hör sie dir endlos viel an. Je nachdem, wie du energetisch drauf bist, wirst du andere Sachen hören, andere Sachen für dich annehmen. Es geht nicht darum, dass du ein Video einmal gehört hast, sondern es geht wirklich ums Umsetzen. Es geht darum, dass du für dich deine Modalität, deine Lebensweise, deinen Lifestyle findest, deine tägliche Routine des Denkens. Das ist das Wichtige. Dass du die Dinge so machst, dass sie das unterstützen und kreieren, was du dir wünschst. Das ist das Wichtige. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Dienstag und bis bald.